In der indonesischen Provinz Aceh wird eine besondere Kaffeemischung verkauft. 70% Kaffee, 30% Marihuana. Es ist ein riskantes Geschäft in der Provinz, in der schon das Trinken von Alkohol und das Küssen in der Öffentlichkeit unter dem strengen islamischen Recht mit Peitschenhieben bestraft werden. Regelmäßig spürt die Polizei Cannabisplantagen auf, zerstört die Pflanzen und bringt die Nutzer ins Gefängnis. Dabei ist die nördliche Spitze Sumatras für ihren Cannabisanbau bekannt, der eine lange Tradition hat. Tidak semua orang tahan dengan ganja itu. Nanti kalau dia ada taruh ke dalam. Essen mit Marihuana ist nicht für jeden. Wir kochen unsere Currys oder Suppen damit, aber manche vertragen es nicht. Nachdem sie davon gegessen haben, werden sie bewusstlos oder schlafen ein. Es ist gefährlich, wenn du ein schwaches Herz hast. Kalau jantungnya nggak tahan, berarti. Memang disuruh oleh raja-raja itu sendiri, tapi dalam hal yang positif, bukan yang negatif, terutama. Der Gebrauch von Marihuana war in der Vergangenheit von den Königen gestattet für gute Zwecke. Damals wurde Marihuana vor allem als Medizin benutzt, um zum Beispiel Diabetes zu behandeln oder Haarausfall, weil es hilft, dass das Haar nachwächst. Der berauschende Kaffee ist derzeit jedenfalls überaus gefragt. Bei Einheimischen und auch in anderen Teilen des südostasiatischen Archipels. Für umgerechnet fast 70 Euro wird das Kilo verkauft.